Willkommen zurück zu Follow Friday. Gestern war absolut nicht mein Tag. Heute ist übrigens Freitag, ne? Mein Bruder ist heute 25 geworden. Da wollen wir heute Abend noch hin. Allerdings, aufgrund dessen, dass gestern ein richtiger Scheißtag war, tut mir jetzt mein Knie weh, denn meine Kniescheibe ist rausgesprungen, als ich eine Bewohnerin mit meiner Kollegin zusammen ins Bett transferiert habe. Obwohl, wir machen das immer so. Es ist alles wie immer gewesen. Keine Ahnung, welche Drehung ich falsch gemacht habe. Aber auf jeden Fall konnte ich mich erstmal nicht mehr bewegen und saß bei ihm mit im Bett. Sie hat sich richtig Sorgen gemacht. Man konnte so richtig hier ihre großen Augen sehen. Es tat mir voll leid, weil ich weiß, dass sie mich gerne mag. Und ich habe immer nur gesagt, alles ist gut, obwohl ich richtig Schmerzen hatte. Naja, ich habe trotzdem noch alle ins Bett gebracht. Ich bin ein Tier und dumm und deutsch. Ja, ich habe mein Knie noch nicht wiedergesehen. Ich habe das nämlich gestern dann mit einem Verband stabilisiert, weil ich keine Bandage hatte. Und jetzt werde ich es mir mal angucken. Also ich weiß ja nicht, ihr kommt ja wahrscheinlich nicht alle, die hier meine Videos gucken aus der Pflegebranche, aber man sieht schon deutlich den Unterschied, oder? Also auch als Laie, ich habe sehr kleine Kniescheiben und hier ist es jetzt halt drumherum auf jeden Fall geschwollen, weil das sieht eigentlich genauso aus. Das ist so ein kleiner Knubbel und der ist hier jetzt irgendwie nur so umgeben von Fleisch. Ja, scheiße. Aber gut. Ja, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Steffen hat noch versucht, den D-Arzt zu erreichen. Hatte sogar noch jemand ans Telefon gekriegt, aber es war natürlich schon zu spät, weil bei uns machen die Ärzte freitags um 12 Uhr dicht, als ob man mittwochs und freitags weniger krank wäre als montags, dienstags und donnerstags. Ich werde es nicht verstehen. Das verstehen vermutlich auch Leute aus anderen Bundesländern nicht, weil ich schon oft darauf merkwürdige Reaktion gekriegt habe, aber es ist auch bescheuert. Ja, und jetzt fahren wir ins Krankenhaus, was absolut nicht mein Ding ist. Auch Ärzte sind nicht mein Ding und ich wäre damit vermutlich auch einfach morgen humpelnd arbeiten gegangen. Aber der Herr hat gesagt, du bist doch bescheuert. Ich meine, ihr habt das Knie gesehen und auch den Unterschied. Und in der Realität sieht es noch schlimmer aus. Ja, ich liebe mein Leben. Ich bin halt richtig am Arsch, wenn irgendwas Schlimmeres ist, weil ich halt diese begrenzte Fehltagezeit habe. Und ich auch immer noch meine Galle habe, auf die ich aufpassen muss, die auch raus müsste. Ja, ich bin eine tickende Zeitbombe. Ich glaube, ich habe mich gestern gar nicht mehr gemeldet, nachdem ich im Krankenhaus war. Ich musste mich erstmal irgendwie sortieren anscheinend. Es ist aber alles gut. Ich habe eine Stauchung und das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Das tut halt scheiße weh, wie das so ist. Ne? Manchmal hat man ja lieber gebrochenen Knochen als eine Stauchung oder eine Prellung, weil man damit irgendwie länger zu tun hat. Zumindest ging mir das immer um meinen gebrochenen Knochen so, dass das irgendwie abgesehen, also nachdem diese Schwellung dann erstmal weg war, angenehmer war als die Prellung. Und ich konnte das sehr gut. Die Ärzte im Krankenhaus haben eine Zeit lang schon gedacht, ich werde zu Hause verprügelt und haben auch so Andeutungen gemacht, weil ich so tollpatschig war, dass ich mir ständig irgendwas kaputt gemacht habe. Ich bin aus Hängematten gefallen und man hat das ja früher so gemacht, dass man die Rutsche nach oben hochläuft, bin dann aber runtergesprungen und da habe ich mir nämlich die Hand beigebrochen. Ja, deswegen sind wir zwischendurch schon in ein anderes Krankenhaus, damit die nicht das Jugendamt rufen oder so, was halt einfach echt meine Dummheit war. Ja, richtig geil. Naja,
Aber es ist halt eine Kniestauchung, das ist eigentlich eine Sportlerverletzung. Also, ne? Meine Arbeit ist Sport. Ja, dann habe ich, soll ich Voltaren oder Diclofenac-Verbände machen? Und dann habe ich mir noch so neue Verbände geholt, selbstklebende. Die sind natürlich schön stabil. Und dann habe ich die heute Morgen abgemacht. Und das tat so weh, weil die so rau sind. Und jetzt brennt das voll in der Kniekehle. Ich bin ein richtiges Opfer. Und ich wollte eigentlich ganz oben den Adventskalender für Steffen weitermachen. Aber mein Paket kommt bald mit den Sachen für seinen Adventskalender. Und ich habe Angst. Ich müsste dann ja 2 Treppen gehen und ich brauche ewig für Treppen. Und das ist halt richtig unangenehm, weil das so knubbelt dann in dem Knie. Und deswegen, ja, sitze ich hier jetzt noch. Eigentlich soll das auch innerhalb der nächsten 2 Stunden kommen. Und unser Postbote hier ist echt super. Also der ist echt verlässlich, was das angeht. Wenn das dann an der App steht, dann ist das auch meistens so. Und er hat auch immer so ein Timing, wenn ich zum Spätdienst müsste, dass er kurz vorher da ist. Ich bin auch krankgeschrieben, was ich ja nicht wollte eigentlich. Ich wollte mich ja durch den Dienst rumpeln, weil sich schon jemand anders krank gemeldet hatte. Ja, aber das wollte Steffen halt nicht. Und keine Ahnung. Ich bin halt so jemand, ich lasse die nicht gerne im Stich und ich habe ja auch nur so begrenzte Fehltage und klar hatte ich Angst, dass das jetzt was Schlimmeres ist. Und deswegen ist es ganz gut zu wissen, dass anscheinend nichts Gravierenderes ist, obwohl ich konnte ihn halt auch so schlecht verstehen, den Arzt, weil das war halt ein Ausländer und der hat noch nicht so gut Deutsch gesprochen, also er hat sich auch ganz kurz gehalten in der Hoffnung, dass ich ihn verstehe anscheinend. Aber sonst hätte ich halt auch gefragt, ob das jetzt bedeutet, dass das jetzt beweglicher ist, weil auch eine Stauchung bedeutet ja, dass die Bänder bewegt wurden. Und weil ich so kleine Kniescheiben habe und ja, jetzt labere ich euch hier voll, aber das ist halt der Gedanke, den ich habe. Weil das halt richtig scheiße ist. Ich habe für sowas keine Zeit, absolut nicht. Genau wie für die geilen OP keine Zeit habe. Ich habe keine Zeit, krank zu sein. Vor August ist es einfach so. Es ist jetzt abgetimt. Jetzt werden auch noch unsere Klassen geteilt, weil der Landkreis, in dem meine Schule ist, hat diesen Wert über 100 erreicht. Und in der Schule sind auch irgendwie 3 Fälle oder sowas. Und das kommt jetzt auch noch dazu. Und jetzt warten wir auf die E-Mail von der Lehrerin und haben ein bisschen Angst, dass wir jetzt getrennt werden. Und dann, sorry, dann gehe ich nicht mehr zur Schule, weil dann reizt mich da gar nichts mehr, weil ich halt komplett unterfordert bin. Tut mir leid, dass ich vielleicht doch ein bisschen Brain habe, aber das nervt mich dann halt nur und deswegen hoffe ich einfach, dass ich wenigstens mit Nina und Annika in einer Gruppe bleibe, weil sonst raste ich, glaube ich, aus. Ich raste ja so schon ständig aus, so muss man in den Notenbesprechungen anhören, dass ich mich mehr auf mich fokussieren soll, aber ich kann mich nicht auf mich fokussieren, wenn der Unterricht nicht weitergeht und ich da eine Stunde rumsitze und nur die kalte Luft einatme. Naja. Das Päckchen ist gerade gekommen. Ich bin ja schon vorher losgelaufen, als ich. Der fährt nämlich, der hat immer so seine Route. Der fährt immer nämlich einmal da dann rauf und parkt er hier vorne und dann sind wir dran. Und als er da losgefahren ist, bin ich schon losgelaufen, damit er nicht so lange auf mich warten muss, weil die haben ja auch Zeitdruck. Vor allem seit Amazon Prime. Ja. Das größte Problem ist eigentlich, dass ich momentan mein eigentlich besseres Bein mit meinem schlechteren Bein ausgleichen muss. Das ist die größte Kacke, weil mein rechtes Knie ist ja jetzt hinüber. Aber das linke ist eigentlich das, was von innen angebrochen ist. Ich bin halt richtig gut darin, wenn etwas scheiße zu machen, dann auch richtig. Aber ich war es auch besser, weil wer weiß, was mit der anderen Kniescheibe passiert wäre. Es ist schon ziemlich spät. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Wir waren kurz bei meinem Bruder, weil der gestern erst so spät nach Hause gekommen ist, haben dann das Geschenk abgegeben, gab nicht mal Kuchen, sind also auch gleich wieder nach Hause. Und ansonsten, ja, bewege ich mich halt nicht viel. Aber ich bin immer irgendwo so zwiegespalten. Auf der einen Seite soll ich das ja schonen und hochlegen und so. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber wenn ich Angst habe, es zu belasten, verfalle ich wieder in diese Schonhaltung, das hatte ich schon, als mein Rücken damals so wehgetan hat, weil ich diese Bandscheibenvorschädigung habe. Was halt nicht schlimm ist, das Schlimme war halt die Schonhaltung. Jetzt habe ich halt immer, bin ich immer so in diesem Zwiespalt zwischen, probierst du es, ob es vielleicht schon wieder besser ist, weil es ja nur eine Stauchung ist,
damit du schnell wieder arbeiten kannst? Oder legst du es hoch in der Hoffnung, dass es dann wirklich besser wird und du dann wieder laufen kannst? Das ist halt, ja, scheiße. Und ich kann damit nicht gut umgehen, weil ich nicht gut darin bin, krank zu sein, um nicht arbeiten zu können. Ich bin jemand, der jammert vielleicht viel, weil er überfordert und überarbeitet ist, aber ich gehe trotzdem immer hin und mache meinen Job nach bestem Wissen und Gewissen. Und jetzt ist es immer so, ja, wird's besser, wann wird's besser? Und ich hasse das einfach. Und da der Arzt so schlecht Deutsch gesprochen hat, konnte ich ihn halt auch nicht fragen, ob das jetzt bedeutet, dass das jetzt immer schneller passieren kann, dass sich das Knie bewegt. Weil natürlich auch bei einer Stauchung, das entsteht dadurch, dass die Bänder leicht überdehnt wurden. So, ich hoffe ja, dass mein Hausarzt mir irgendwas sagen kann, aber der ist ja auch nicht so die hellste Leuchte im Glühbirnengeschäft. Und deswegen bin ich hier allgemein ein bisschen verunsichert und unzufrieden und ja. Keine Ahnung, es ist auch scheiße, dass ich jetzt keinen Sport machen kann, weil alles momentan kacke ist. Keine Ahnung. Ja, Phasen gehören dazu, ne? Es ist nicht alles immer eitel Sonnenschein. Ich stehe hier jetzt rum und stehen ist ja nicht gerade meine beste Disziplin. Wir haben inzwischen Donnerstag. Ich glaube, ich habe zuletzt gefilmt, als ich Montag beim Arzt war. Der hatte gemeint, da wäre wohl doch ein August. Oh. Unter der Kniescheibe. Und ja, mir ist super langweilig, weil ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich sitze hier rum, weil ich kann ja nicht viel laufen. Dann war der DPD-Fahrer auch noch so schnell, aber es steht geliefert, also vermutlich ist es unten im Postkasten, aber weil ich baden war und nur einen Bademantel an hatte, weil ich so rausgesprungen bin, habe ich da jetzt nicht reingeguckt. Das wurde mir dann doch ein bisschen zu viel. Das mache ich aber vermutlich dann, wenn meine Eltern kommen, wenn ich sowieso an die Tür muss, weil die mir nämlich noch ein bisschen was an Verbandsmaterial mitgebracht haben, damit ich weiter Voltarenverbände machen kann, weil der, den ich jetzt habe, der ist halt super abgenudelt, das war so ein Selbstklebender und naja. Er klebt halt nicht mehr. Ich mache gerade Essen. Steffen hat gestern aus Versehen das vegane Hähnchenfilet aufgemacht statt der Schnitzel. Deswegen musste ich heute essen. Also habe ich mir gedacht, ich mache so ein Filetbrötchen. Ich habe keine Lust habe, noch irgendwie mich an Herd zu stellen und Kartoffelpüree oder so zu machen, weil stehen ist halt auch super anstrengend und ich habe nämlich langsam das Gefühl, dass das andere Knie darunter leidet, was ja sowieso eigentlich mein schlechteres Knie ist. Auch wenn ich Treppensteige merke ich das, dass das andere halt super belastet ist und deswegen lassen wir das einfach. Ich habe jetzt total Bock gehabt, schon seit gestern eigentlich Crash Bandicoot zu spielen und deswegen habe ich das jetzt einfach mal wieder reingeworfen. Ich hatte es eigentlich nur nicht weitergespielt, weil ich 100% schaffen wollte, aber es ist halt super schwer. Also wer das hat, krass, sehr echt krass. Aber warum eigentlich? Ich kann einfach weiterspielen und danach sehe ich dann irgendwie zu, dass ich das vielleicht doch noch schaffe.
Bisher habe ich noch das Unmöglichste geschafft. Zum Beispiel meine Kniescheibe rausspringen zu lassen, indem ich eine Bewohnerin bewege, die ich schon tausendmal ins Bett gebracht habe. Ja, es gibt für alles ein erstes Mal, ne? Und ich hoffe, es ist doch das letzte Mal. Ich habe ganz vergessen, mich von euch zu verabschieden. Also sehen wir uns genau gleich hier wieder. Ich hoffe, ihr hattet trotz der ganzen Umstände und dass nicht viel passieren konnte, weil ich nun mal ja, momentan ein bisschen verhindert bin. Hattet ein bisschen Spaß und seid beim nächsten Mal mit dabei. Bye!